Hallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Was wollen Sie denn? Nein, nicht was wollen Sie denn, sondern Gas Station Simulator hier bei Heisenberg zockt. So, ich glaube, das Rätsel um Rudi wurde gelöst und zwar von euch. Nämlich folgendes: Da war die Schaufel nicht unten. Oder war sie nicht oben? Ich weiß auch nicht. Man sieht halt, ich bin halt kein Baggerfahrer. Also, die Schaufel war halt einfach so, dass das Gerät nicht fahren kann, anscheinend. Ja, gut, dann nehme ich das zurück, dass es ein Bug war. Das Spiel ist tatsächlich erstaunlich bugfrei, das muss man schon sagen. Und das ist natürlich auch schön. Gut, was haben wir zu tun? Wir haben zwei Ausruhende und wir haben überall Leute. Das heißt, wir müssen die mal wieder reaktivieren. Jemand an der Kasse, sehr gut. Karl-Heinz wäre das. Und der Rest, der muss jetzt hier antraben, damit gearbeitet wird fürs Geld. Nicht Lieferung, angestellt. Die Maria. Wir sprechen, wir bezahlen. Ei, die ist teuer, die gute Frau. Hoffentlich leistet sie auch was. Sie geht mal zur Tanke. Da machen wir auch Bezahlung. Hilft ja nichts. Müssen wir fast. Machen wir auch gerne, wenn sie arbeiten. Autos reparieren. Dann haben wir hier reparieren, tanken, Kasse. Das heißt, wir hätten dann eigentlich Ruhe. Aber ihr wisst es, genau. Irgendwas ist immer. Genau. Nämlich, dass wir jetzt halt ein bisschen putzen. Das könnte auch einer der Angestellten machen. Ganz klar. So, und ich hoffe halt tatsächlich, dass sie an dem Spiel noch ein bisschen arbeiten. Dahingehend, dass die Angestellten noch ein bisschen mehr machen können, als das, was sie tun. Dann würde es nämlich tatsächlich auch Sinn machen, dass man vielleicht mal 5, 6 Angestellte hätte. Dann kann der eine kann nachbestellen, der andere kann dies, wieder ein anderer jenes, ganz klar. Gut, wir gehen mal raus. Ja, da müssen wir nochmal kurz nachliefern. Okay, weil wir haben Brillen, wie sieht es hier aus, keine Produkte. Bei den Zeitungen haben wir es jetzt doch geschafft, die mal endlich alle wegzukriegen. So, hier nochmal welche. Das passt. Dann bei den Hüten haben wir... Dass die Hüte so gut laufen, ich verstehe es nicht, aber okay. Den Rest haben wir eigentlich. Machen wir hier nochmal 5. Davon nochmal 5. Hier ist eh voll. Hier haben wir nichts mehr. Und hier ist eigentlich... Ja, machen wir nochmal 5 rein. So, so kriegen wir dann auch die Lager langsam leer. Also wir brauchen Snacks. Dann brauchen wir hier hinten... Ja, nee, Alkohol brauchen wir eigentlich nicht, haben wir. Würde ich lassen, aber Newspapers. Und Dingens. Und, oh. Ja, ja, und Dingens, genau. Hier. Den brauchen wir tatsächlich auch noch. Einmal Müllabfuhr. Schlecht, wenn die Polizei kommt und hier der Laden stinkt. Das ist natürlich fatal. Am Schluss hat man noch die Gesundheitsbehörde am Hals. Das wär's nicht. Wobei, man sollte halt das Geschäft vielleicht so führen, dass das nichts macht. Wenn die kommen. So, Klo. Ja, gut, wegen dem Eintritt dort. Das lasse ich jetzt mal bleiben. Ich würde gerne bestellen. Hüte. Dann würde ich gerne bestellen Newspapers und das haben wir hier noch Snacks, oder? Ja, die Snacks waren es. Nein, nicht aus dem Spiel raus, das müssen wir nicht. Haben wir keine Kundschaft? Was ist denn heute los? Lieferung, Produkte, wir haben gesagt. Zeitungen. Sag mal, die hier alle, bitteschön. Dann hatten wir Hüte. Ja, der Wikingerhelm ist gerade wieder in Aktion. Das ist halt tatsächlich, glaube ich, nur je einer. Stimmt das? Mal eins, mal eins. Ja, wisst ihr was? Dann schlagen wir hier doch mal zu. Machen wir mal mehr von denen. Zigaretten habe ich jetzt gar nicht geguckt. Eiscreme. Ja, nee, das sind genau die, die wir haben. Und der Rest ist irgendwie... Doch, hier ist noch was. Ich frage jetzt, der Rest ist leider teurer geworden. Und Snacks hatten wir noch. Da und da. Und das dürfte dann teuer werden, wenn wir es überhaupt kaufen können. Das geht. Ich wollte gerade sagen, komisch, dass jetzt der Lagerraum offensichtlich einfach passt. Wir haben keine Leute hier. Habe ich irgendwas resettet? Nö. Warum? Kunde an Kasse. Ansonsten ist hier tote Hose. Hier ist auch nichts. Sag mal, gibt's ja nicht, Nina. Ist ja langweilig sowas. Ich habe doch nichts resettet. Nö. Warum kommen denn da keine Leute? Was ist das denn? Wir haben auch schon lange keinen Kredit mehr gehabt, in dem Sinne, dass wir den hätten zurückzahlen müssen. Wisst ihr was? Ich mache hier mal noch kurz. Und zwar... Ich gerne hier so ein bisschen... Jetzt bin ich schon wieder. Das kann ich leider nicht abbrechen. Okay, machen wir halt das Dach grün. Ist ja auch egal. Ich wollte eigentlich den... Das ist nicht grün. Das ist ein schönes Himmelblau, was ich da erwischt habe. Kann ich das hier auch noch Himmelblau haben, bitteschön? Danke. Machen Sie mal. Sadele. Ja, wenn wir schon keine Kunden haben, dann machen wir halt wenigstens die Tanke schön. Das ist ja auch nicht so verkehrt. Guck mal, da ist jemand. In der Werkstatt hoffentlich dann auch mal wieder, weil das ist das, was Geld bringt. Das haben wir rausgefunden. Und ansonsten, Autos betankt 89, bald bediente Kunden. Bald, noch 4 Kunden. Nur, ja, es ist einmal mehr das Trinkgeld. Gut, dann müssen wir das anders machen. Ich muss demnächst dann wirklich wieder an die Kasse, damit wir dort irgendwie Trinkgeld rauskriegen.
Ja, können wir machen. Jetzt warte ich aber noch kurz, bis die Lieferung kommt. Wahrscheinlich eh, dass das nicht allzu lange dauert. Steht ja schon da. Ey, guck mal, die sind aber tatsächlich von der schnellen Sorte hier, die Amigos. Okay, sehr schön. Oder ist das noch von der letzten Folge? Dass hier noch eine Bestellung reintrudelt. Das müsste jetzt eigentlich relativ viel sein. Wird das vom Spiel so dargestellt, dass man dann auch wirklich viel hat? Wahrscheinlich, ja, man sieht, da ist immer noch was drin. So, schnapp und ja, dann haben wir's. Das kommt mal hier rein. Ja, well, du. So, zumachen. Jetzt könnte ich hier ganz schnell dich schnappen. Nee, komm, das schmeißen wir nicht weg. Das ist doch irgendwie schade. Mir gefällt nur nicht, wenn es so in der Luft hängt. Ja, so ist besser. Du auch, hier daneben. Sonst noch irgendwas am Fliegen? Das gehört darauf, das weiß ich. Ich bin Musiker. Das fliegt nicht. Kann man den auch wieder irgendwie hinstellen? Moment, ich möchte eigentlich die Tür zumachen. Ja, das ist ja. Er möchte nicht hingestellt werden. Okay, wird akzeptiert. Der Teddy ist halt auch irgendwie Käse. Kannst du irgendwie hier dazwischen oder so? Ja, aber sitzen halt, nicht liegen. Oh, nochmal was. Das kommt hier ruf. Batz, guck mal, passt sogar. Gut, sehr schön. Zu haben wir. Machen wir hier noch auf und auch wieder zu. Und dann geht er da mal gucken. Ah, jetzt haben wir auch jemanden in der Werkstatt. Das freut mich. Und die Angestellten sind immer noch halbwegs fit. Und hier müsste ich nochmal streichen. Das sieht irgendwie auch nicht mehr gut aus. So, jetzt werden wir aber erstmal nachlegen. Dann mal Place All, weil das sind nicht so viele. Ja, hier habe ich nichts mehr gemacht. Hier habe ich noch was gemacht. Genau. Machen wir mal Zähne, Zähne, Zähne. Ja, können wir nochmal Zähne, Zähne, Zähne. Okay. Ja, was denn, what the hell? Ist was nicht okay? Oh, die ist nicht zufrieden. Karl-Heinz, mach richtig. Sonst, ist das Karl-Heinz? Sag mal. Hier, die Kunden vergraulen. Da kriege ich dann aber irgendwie, kriege ich dann aber irgendwie tatsächlich dann bald mal die Krätze. So, wir platzieren nochmal. Ja, wir müssen eh selber. Sagen wir mal alle. Es hilft nichts. Zigaretten. Ja, haben wir auch noch. Sehr gut. Hüte haben wir aufgefüllt. Die Snacks. Die haben wir auch aufgefüllt. Eigentlich haben wir jetzt alles aufgefüllt. Das passt. Die Hüte sowieso. Da können sie auch wieder. Ach, guck mal, der Herr Polizist holt sich noch eine Brille. Die hat er jetzt aber gerade eingesteckt. Die bringen sie jetzt aber zur Kasse. Sonst hole ich die Polizei, Herr Polizist. Aha, noch ein Eis. Auch eingesteckt. Habt ihr gesehen? Der steckt das alles ein. Muss das so? Wenn der jetzt rausgeht? Nee, er steckt nochmal was ein. Jawohl, immer in die Tasche. Okay. Und dann? Ein Großeinkauf. Nee, da fehlt ihm wieder irgendein Getränk. Aha, hier fehlt ihm auch ein Getränk. Oh, schon wieder Abfall. Ich muss den kurz beobachten. Entschuldigung, ich traue dem nicht. Da fehlt ihm die Polizeimütze. Irgendwas fehlt immer, ist schon klar. Ja, ich glaube, der hätte den ganzen Laden leer gekauft. Ah, nee, guck, er geht an die Kasse. Und schmeißt die darauf. Ja, ich weiß, disgusting. Ja, das habe ich doch vorher gerade gemacht. Ich meine, wir hatten doch fast keine Kunden. Wie kann es denn sein, dass hier die ganze Zeit was ist? Ja gut, so langsam fühlt sich das aber auch. Aber ist nicht schlimm. Wir haben natürlich zu Beginn, also weil ich mich gewundert habe, dass das irgendwie nicht mehr voll wird. Wir haben zu Beginn natürlich so viel Zeugs reingeballert. Irgendwelche Gegenstände, die auch groß waren. Und das haben wir jetzt nicht mehr. Deswegen, ja, ist der halt nicht ganz so schnell voll. Aber da werden wir irgendwann natürlich auch wieder was machen müssen. Da hinten das Ding ist wahrscheinlich leer. So, jetzt wollte ich hier schnell. Der Eingangsbereich. So ein fröhliches Orange. Ein Rot. Ne, ich würde tatsächlich ein fröhliches Orange machen. So. Ach, das sind dann wieder drei, vier Bereiche. Was macht das Gas Station Shield? Wird das dann auch? Ne, das bleibt ausgespart. Sehr gut. Das freut mich. Ja, und hier eine andere Farbe. Ich möchte das bunt haben. Ich möchte, dass das tatsächlich irgendwie fröhlich ist. Bunt wäre. Ne, das ist dann doch nicht. Aber hier irgendwie so ein Blau. Ist das blau? Noch nicht zu erkennen. Doch, ist blau. Jawohl. Und jetzt auf der Seite gleich nochmal blau. Jawohl. Und dann sieht das auch wieder ein bisschen nach was aus. Können wir das Schild irgendwann mal austauschen? Müssen wir natürlich auch mal noch gucken. Was haben wir denn dann? Wir haben 1600. Wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Wir gehen mal in Richtung Dekoration. So, weil das wurde eher noch angesprochen. Beziehungsweise lasst mich mal schnell gucken. War das hier? Ne, das sind nur die Parkplätze. Da können wir da raus.
Nee, geh in den Pilze rein, bitte schön. Dekoration. Genau. Innenbereich, Außenbereich. Wir gucken mal im Innenbereich. Ich dachte, wir hätten hier eigentlich alles. Eine goldene Wandleuchte für 56. Stehend. Ein Schlagzeug haben wir, glaube ich, sowieso schon. Aha. Auch nochmal ein Schlagzeug. Eine Haushaltslampe. Ein Rad. Ja, ist jetzt nicht überragend, was wir hier haben, finde ich. Aber vielleicht mal sowas. So ein bisschen gemütlich. Habe ich das jetzt schon? Ich glaube ja. Das müsste jetzt eigentlich im Inventar drin sein. Jawohl. Da haben wir sie, die Wandleuchte. Zack. Passt doch. Sieht doch gar nicht so schlecht aus, finde ich. Gut, jetzt würde ich das Ganze noch gerne im Außenbereich haben. Nimm, nimm. Dekoration, Außenbereich. Was haben wir als nächstes? Ein Straßenschild. Offensichtlich hat die Verwaltung dir eine richtige Grundstücksnummer zugeteilt. Ja, sogar hier in der Wüste hast du eine richtige Adresse von Huni. Machen wir. Einzelteil haben wir noch. Ein Hauptschild. Ja, da warten wir noch. Das kostet dann doch nochmal ein bisschen mehr. Oh, da ist jemand gar nicht zufrieden mit dem Geputze hier. Da ist jemand am Ausruhen. Das ist wahrscheinlich genau hier an der Tanke. Okay. Ach, er ist gerade gekommen. Ja, ist okay. Kann ich? Ich kann. So. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir halt ein bisschen an der Kasse arbeiten müssen. Sonst kriegen wir das mit dem Trinkgeld nicht gewuppt und dann leveln wir nicht. Und das ist natürlich Käse. Wir haben gerade mal ein Fünftel von dem, was wir an Trinkgeld brauchen. So. Oh, der ist aber auch fast immer einmal hier, der Kollege. Weißt du was? Machen wir eine Pause. Er freut sich wahrscheinlich, dass er Geld gekriegt hat, hoffe ich. Aufgabenliste, Pause. Geht nicht, aber. Boah, guck mal eben. Das ist ja kein Wunder. Kriegen wir kein Geld oder kein Trinkgeld. Wenn sogar der Herr Polizist findet, dass er ihn betrügt. Wegscammt. Nicht scannt, sondern scammt. Kollege. Ja gut, der ist im Prinzip ist ja schon fast tot. Ne, jetzt geht er noch. Bist du bedient? Ja, du bist bedient und zufrieden. Wir haben sogar ein Trinkgeld gekriegt. Haben wir noch irgendjemanden? Reparieren haben wir da noch. Ist aber auch im Eimer. Okay, das werden wir mal kurz organisieren. Folgendermaßen. Angestellte. Sie macht eine Pause. Das macht sie auch ohne, dass sie bezahlt wird. Ne, doch nicht. Die macht keine Pause, wenn ich sie nicht bezahle. Das ist ja auch nicht schlecht. Okay, mach eine Pause. Habe ich, glaube ich, jetzt gesagt. Ist sie schon? Moment, ich mache nochmal. Pause einlegen. Habe ich doch gerade gemacht. Habe ich jetzt nicht bezahlt? Bezahlt. Okay. Aufgaben. Pause. Jawohl. Und du kommst bitte. Spreche. Ja, da haben wir auch noch was offen. Und du bist jetzt mal bitte mit Reinigen beschäftigt. So, da haben wir es. Gut, weil eben, irgendwie, die sind alle am Reklamieren. Und ich verstehe es natürlich auch. So eine Tanke ist Käse. Müll ist wieder. Müll ist wieder voll? Eieieiei. Ja, ich weiß. Aber ich kann, also dreimal am Tag irgendwie den Müll rausbringen. Ich weiß nicht. Kann es das sein? Eigentlich nicht. So, schmeiß weg. Ich habe wirklich das Gefühl, die bringen teilweise den Müll einfach mit. Warum auch nicht? So, jetzt haben wir natürlich ein bisschen was zu tun. Ganz einfach, weil wir sind im Prinzip die Einzigen, die arbeiten. Abgesehen von der guten Angestellten, die Tanke putzen. Das muss halt auch sein, wenn hier natürlich die Leute schon reklamieren. Ja, hat sogar Trinkgeld gegeben. Sehr schön. Die anderen, die warten da ein Momentchen. Das ist eigentlich nie ein großes Problem. Ach, ein Heftchen und gut ist, Frau Pelvis. Okay. Dann können wir ja raus. Und hier nochmal kurz die Zapfsäule bedienen. Einmal Schlurz. Jawohl. Nice. Ja, das kann ich langsam. Very nice. So. Dankeschön. Ups. Ja, I have also a nice day. Ja, jetzt sieht es doch gar nicht so schlecht aus. Hier so ein bisschen noch mit Neon. Die Tafel müsste man da mal irgendwann noch sich betrachten. Ja, da ist ein Putzen. Freut mich. Werkstatt haben wir noch jemanden. Entschuldigung. Gehen natürlich auch schnell gucken. Oh, schönes grünes Auto, hätte ich fast gesagt. Schönes altes Auto. Bicycle Repairman, hello. You need 2 Spiegel und ein bisschen Öl. Habe ich da nicht. Hä, wo sind denn hier die Sachen hingekommen? Was ist das denn für ein Käse? Hat da jemand geklaut? Das gibt's ja nicht. Wir haben doch eigentlich das Lager relativ voll gehabt. Das muss ich hier tatsächlich zuerst bestellen. Hilft nichts. Autoteile. Wir brauchen Reifen. Nicht für den Auftrag hier. Aber generell.
Ja, machen wir mal. Ach komm, machen wir mal 5. Wenn wir es bezahlen können, ist doch okay. Selbst wenn das jetzt hier rot war halt. Ja. Da muss jetzt aber der Kollege hier ein Momentchen Geduld haben oder die Kollegin. Aufgeborgt haben wir schon mal. Das war clever. Dann kann sie nicht abhauen. Außer sie drückt halt selber auf den Knopf. Ich hoffe, sie macht das nicht. Gut, jetzt warten wir schnell. Sind eigentlich die Leute schon wieder? Die Leute sind schon wieder okay. Gut, dann stellen wir die wieder ein. Beziehungsweise wir stellen die natürlich nicht wieder ein. Die sind angestellt oder angestellt. Aber wir rufen sie wieder zur Arbeit. Hier, Breche. Bezahlung. Kannst du haben. Zurück, Aufgabenliste. Kasse. Und hier die Nina, die sich ausruht. Spreche, Bezahlung. Die haben wir. Aufgabenliste. Autos. Ne, ich würde sagen Tank mal. Gut, dann sind wir auf der sicheren Seite. Neuer Level der Popularität. Wow. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Okay, was heißt das? Jetzt können wir wieder neue Sachen machen. Aber wir haben doch das Trinkgeld noch gar nicht erreicht. Oder ist das wieder was anderes? Das ist wieder was anderes. Das hat mit den Herausforderungen nichts zu tun, tatsächlich. Gut, I need the stuff für die Werkstatt, bitte. Da kommt er schon. Sehr gut. Wir eilen zum Lager. Stante Pede sozusagen. Ja, schneller. Okay, war ein kleines Wettrennen. Ich habe verloren. So, einmal öffnen. Oh, jetzt gibt es wieder keinen Kraftstoff mehr. Es ist ja schon. Mache ich natürlich auch gleich. Dass wir nochmal ein bisschen Kraftstoff haben. Lieferung. Kraftstoff. 2 Hunis bitte. Bestellung. Dankeschön. Und in der Zwischenzeit räumen wir hier mal aus. Patz. Ach, war schon. Okay. Gibt es da nicht eine Möglichkeit, das zu beschleunigen, dass der geht? Das ist so eine lahme Nuss. Es ist jedes Mal wieder ein anderer. Die sind alle gleich langsam. Weil das sind immer gefühlt 30 Sekunden, die wir hier verplempern, bis der wieder weg ist. So, jetzt aber. Weil ich muss zurück in die Tanke. Oder, nee, zurück zur Werkstatt eigentlich. So, da haben wir es. Ja, er ist noch da. Wie gesagt, wenn wir natürlich aufgebockt haben, ist schwierig zu flüchten. So, einmal Reifen. Nicht, dass wir die jetzt brauchen würden, aber dann haben wir die. So, ging eigentlich relativ schnell. Also die Lieferungen, die funktionieren. Jetzt muss ich nochmal schnell gucken. Öl haben wir hier noch. Es ist ein Scherz. Jetzt haben wir echt... jetzt haben wir hier kein Öl mehr. Ach, come on. Lieferung. Und jetzt frage ich mich tatsächlich schon wieder, wo ich das Autoöl... Hier, Motoröl. So, jetzt, während wir... Was? Was ist los? Lieferung ist unterwegs. Ja, der ist... Ach so, der fährt jetzt erst zurück. Ich habe jetzt gerade gedacht, wir könnten natürlich das Ganze so machen. Dass wir jetzt uns einfach ein bisschen Zeit lassen hier. Und bis wir das dann haben, kommt dann auch das Motoröl nochmal. Muss mal gucken, ob die Rechnung aufgeht. Bin gerade nicht so sicher. Waren, glaube ich, beide kaputt. Jawohl. Da rein. Bits, Bats, Boots. Und hier nochmal Boots und Bits. Sehr gut. Wunderbar. Da kommt er schon wieder. Guck mal. Und dann haben wir tatsächlich nur Motoröl, was noch fehlt. Ich sehe es gerade nicht. Doch, da. Da haben wir es. Wo bist du? Oh, da muss ich auch noch kurz das Rad drehen. Ach, dass er das nicht selber machen kann, ist er tatsächlich auch. Halleluja. Wo ist er? Das ist die Polizei. Come on, come on. Wir brauchen Motoröl. Wo steckst du? Der ist weiter... Ach so, ich habe eine... Oh, ich konnte ja gar nicht bestellen. Ja, wow, 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 wow. Gleich mal fröhlich einmal übers Auto rüber. Kann ich jetzt bestellen? Kann ich hier rüber hüpfen? Fragen über Fragen. Lieferung. Auto. Motoröl. Ja, jetzt hat es geklappt. Gut, ist auf dem Weg zur Tanke. Sie müssen... Tut mir leid, ne Frau. Sie müssen noch mal ein Momentchen warten. Wie sieht es mit den Arbeitern aus? Da ruht sich wieder jemand aus. Wir haben jemanden an der Kasse. Beim Kraftstoff haben wir niemanden. Das müsste ich eigentlich noch hinkriegen, bevor die Lieferung kommt. Oh, der Partybus. Eieiei. Ach, die gehen gerade wieder? Jetzt habe ich den Partybus verpasst. Also Sachen gibt's. Okay. Ja, dann haben die auf die auch nochmal Geld da gelassen. 800 haben wir. Und das ist... 800 ist nicht schlecht, würde ich sagen. Also dafür, dass wir... Also okay, dafür, dass wir jetzt doch investiert haben, ist das eigentlich in Ordnung. So, gut, Kasse und reinigen. Ich würde sagen, die Madame, die da reinigt, die werden wir mal noch abziehen. Die ist nämlich im Eimer. So, jetzt kommt hier langsam Schwung rein. Spreche, bezahle. Zurück, Pause.
Und was machst du? Ausruhen? Da würde ich sagen, spreche. Bezahlen? Nee. Aber Aufgabenliste. Du machst mal... Ja, mach mal tanken. Gut, dann haben wir das. Andrew kann noch ein bisschen. Stinkt's hier schon wieder? Nee. Nee, geht. Gut. Da kommt er. Ja, jetzt ganz wichtig. Das ist natürlich blöd, dass der jetzt zweimal kommen musste. Ich habe tatsächlich verpasst, Motoröl zu bestellen, beziehungsweise zu kaufen. Ja, düt, ich bin ja da. So, einmal diesen. Immer hinein. Könnte man nicht die Tür schon schließen, bevor er rausfährt? Irgendwie so, damit man hier ein bisschen Zeit spart. Ja, ich überlege mir das tatsächlich. Noch was? Ne, zack. Jetzt habe ich aufgemacht, mache ihn dazu. Ja, wenn ich jetzt dazu mache, er kommt nicht raus. Das hatten wir schon mal. Und wenn ich zu früh zumache, dann glitscht er wieder irgendwie hier rum. Und das ist ja auch nicht, was wir wollen. So, tanken und Kasse. Also eigentlich müsste das mit dem Kraftstoff bedient sein. Zumachen. Einmal raus und ab in die Werkstatt. Das finde ich wenigstens. Das ist aber nur geradeaus. Und dann wollen wir hier mal... Ja, das geht nicht. Ist auch egal. Gleich mal Place All. Lass mir einen von denen schnappen. Achso, nee. Muss ich erst... Schmeiß mal hin. Ist eigentlich egal, wo du bist. Ich muss ja erst öffnen. Schnappen. Zack, diesen. Und dann gib ihm. Passt. Gut, das hat auch wieder Geld gegeben. Fehlt jetzt irgendwas noch? Da haben wir genug. Wir haben ein paar Spiegel. Wir haben noch zwei Reifen. Haben wir nur zwei Reifen bestellt? Ja gut. Soll ich nochmal nachbestellen? Wir haben Geld. Guck mal. Also das ist tatsächlich also kein großes Problem mehr. Ich würde sagen, die Tankstelle, die brummt soweit. Na, das ist ja herrlich. Gut, liebe Freunde, machen wir hier ein Päuschen hier von unserer munterbunteren Gas Station. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Die Arbeit geht uns nicht aus. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Danke fürs Zusehen. Bis morgen. Tschüss.